Hallo, heute mal wieder was aus der Kategorie Elektronikschrott als Neuware verpackt. Beziehungsweise möchte ich mir noch kein vorschnelles Urteil erlauben. Das kommt wieder in meine Reihe Billig-MP3-Player hier. Beziehungsweise ist das ein KMP4-Player, also ein Videoplayer. Allerdings spielt er auch MP3-Dateien, soll er zumindest, und JPG-Bilddateien laut Produktbeschreibung. Könnt ihr sehen mit 12 Volt Zigarettenanzünderanschluss hier. Für ja, den Zigarettenanzünderanschluss im Auto. Hier unten gibt es einen Einschub für ganz normale SD-Speicherkarten. Es gibt einen USB-Anschluss, damit können wir das Ganze mit unserem Autoradio verbinden, welches dann die hier drauf gespeicherten MP3-Titel zum Beispiel wiedergeben kann, wenn es natürlich ein Autoradio ist, was von USB-Datenträgern Musik wiedergeben kann. Hier drauf sehen wir dann die Titelanzeige und andere Informationen. Und es ist im Grunde genommen ja so ein kleines Hilfsgerät, soll es sein, für Autoradios, die selber noch keine Titelanzeige lesen können aus den USB-Sticks, die sie angeschlossen haben, sollte in der Regel bei allen aktuellen Geräten, bei modernen Geräten eigentlich der Fall sein. Aber selbst dann können sie wahrscheinlich kein MP4-Video widerspielen und genau das kann dieser Player angeblich und das werden wir jetzt mal gleich ausprobieren. Hier auf der rechten Seite haben wir ein paar Tasten, Menü, M nehme ich an, Volume, die Lautstärke-Einstellung, Play, Pause, Zurück und Vor. Das lässt sich hier alles ganz gut bedienen und der Bildschirm selber ist natürlich sehr winzig. Videowiedergabe dürfte da ein bisschen sehr lächerlich drauf sein, aber vielleicht taugt es irgendwie als Titelanzeige. Wir werden uns das Ganze gleich mal anschauen. Wir können hier unten, wie gesagt, eine SD-Speicherkarte einlegen. Die habe ich hier mal vorbereitet. Die ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die kommt so rum rein. Bleibt hier blöderweise auch noch so einen ganzen Meter draußen stehen. Das ist nicht sehr schön, besonders im Fahrzeug dann, wenn man das irgendwo am Knie hat, weiß ich nicht, an seinem rechten Knie und dagegen stößt, dann kann man hier leicht mal alles ramponieren wahrscheinlich. Aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Wenn wir den USB-Stecker jetzt mit unserem PC verbinden, das werde ich jetzt nicht machen, beziehungsweise werde ich euch das nicht zeigen, dann können wir eben Daten auf die SD-Speicherkarte laden, die hier eingesteckt ist. Das habe ich eben schon vorbereitet. Ein paar MP3, JPG und MP4-Videodateien sind da drauf. Das Gerät selber hat keinen eingebauten Akku, soweit ich das feststellen konnte. Das wird entweder durch den PC-Anschluss hier über USB mit Strom versorgt oder eben über den Zigarettenanzünderanschluss hier mit 12 Volt, maximal 12 Volt. Es gibt natürlich auch noch eine Fernbedienung dazu und auch bei dieser Fernbedienung offenbart sich die unglaubliche Qualität dieser Produkte hier. Ich finde das wirklich sehr, sehr Wahnsinn. Also man kann die Fernbedienung hier schon in ihre Einzelteile zerlegen. Vielleicht, wenn man irgendwelche Bauteile braucht, hier oben eine günstige Infrarot-LED oder sowas. Ansonsten habe ich noch nicht ausprobieren können, ob das funktioniert. Werde das aber gleich mal tun. Und das Ganze wird gespeist von einer CR2032-Knopfzelle, die hier auch drin ist. Könnt ihr hören, die aber nicht rauskommen möchte. Da könnt ihr sie drin, glaube ich, sehen. Und ja, die sperren wir wieder da hinten drin ein. Und ich bringe das Ganze jetzt mal hier in Aktion. Ich werde das Ganze jetzt mal mit rausnehmen und in den Zigarettenanzünder stecken. Und dann schauen wir mal, ob sich hier irgendwas tut. Bin ja da nicht so sehr zuversichtlich nach den letzten Erfahrungen mit meinen Geräten hier. Habe ich euch alles verlinkt. Schaut mal in meine Playlist Billig-MP3-Player. Da findet ihr auf jeden Fall einige sehr abenteuerliche Geräte. Und vielleicht wird das hier auch wieder so eins. Bis gleich. So, ich habe das jetzt hier mal in meinem Fahrzeug vorbereitet. Ich habe hier ein Blaupunktradio Typ San Francisco 320. Ich habe das auch schon an einem ähnlichen Blaupunktradio getestet, eines anderen Typs. Da hat sich das gleich verhalten. Und zwar folgendermaßen, das zeige ich euch mal. Ich habe jetzt diesen KMP4-Player, den habe ich hier unten liegen, habe den USB-Stecker da dran gesteckt und ich packe den jetzt ganz einfach mal hier in den USB-Stecker von meinem Blaupunkt-Radio und ihr könnt dann sehen, er liest das kurz und geht dann aber komischerweise sofort wieder zurück in den Radiomodus. Und genauso fällt das auch bei dem anderen Blaupunktradio. Ich weiß nicht, ob es an Blaupunkt liegt, ich glaube aber eher nicht. Denn wenn ich hier einen ganz normalen USB-Stick bepackt mit MP3-Dateien zum Beispiel reinpacke, dann funktioniert das alles. Er sagt Reading und fängt dann eben an, die Lieder zu spielen. Das tut er hier nicht. Er geht zurück zum Radiomodus. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Allerdings scheint dieses Gerät schon grundlegend in Ordnung zu sein. Ihr könnt das sehen, sobald man das hier mit dem USB verbindet am Autoradio, hat er offensichtlich Strom. Und ja, wozu das jetzt hier gut ist, der Zigarettenanzünderadapter, das weiß ich nicht, denn Energie kann sich dieser kleine Player offensichtlich auch von dem USB-Radio holen. Vielleicht möchte man das hier in den Zigarettenanzünder stecken, wenn man kein USB-Radio hat, dann kann man das Ganze aber auch nicht wirklich abspielen, zumindest nicht hören. Denn ihr könnt ja sehen, es wird abgespielt, aber das Gerät hat natürlich keine internen Lautsprecher und mein Radio spielt es leider nicht ab. Wie gesagt, er sagt nur Reading und geht dann wieder zurück in den Radiomodus. Ihr könnt aber hier unten deutlich sehen, 1,40, 1,41, 1,42, hier wird Musik abgespielt. Ich kann dann hier auch mit den Tasten vor und zurückgehen und er geht zum nächsten Lied. Ich kann hier oben mal auf Menü gehen, dann bekommen wir so ein kleines Menü, können hier File Select und so weiter machen. Das ist ja alles schön und gut. Zum Beispiel hier auf File Select gehe ich mal, bestätige das dann mit M und kann dann hier meine ganzen Files auswählen. Das wäre ja auch alles schön und gut, schöne grafische Oberfläche, wenn das Radio sowas nicht mitbringt.
bringt von Haus aus, wenn das dann funktionieren würde. Aber die Musikübertragung, die funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Hier unten ist die SD-Karte drin, da liegt die Musik drauf. Und ja, ich kann das ja auch nochmal hier einstecken in den Zigarettenanzünder. Das bringt aber auch nichts, da ändert sich nichts an der Verhaltensweise hier des Gerätes. Ich kann eigentlich wirklich nur als Fazit ziehen, braucht man nicht, unnötig. Ich habe es in zwei verschiedenen Fahrzeugen, an zwei verschiedenen Radios ausgetestet und ich würde euch auf jeden Fall sagen, lasst die Finger von diesem kleinen KMP4-Player, er bringt nichts. Das ist mal ein China-Gerät, was ich jetzt hier getestet habe, wo ich wirklich den Sinn nicht wirklich rausfinden kann. Vielleicht funktioniert es ja mit anderen Radios, mit ein paar speziellen Typen. Hiermit funktioniert es auf jeden Fall nicht. Und auch wenn das hier eine ganz schöne grafische Oberfläche ist, scheint das Ganze keine weitere Funktion zu haben. Bilderanzeige kann er ja angeblich auch. Allerdings findet er die JPG-Dateien, die ich hier reingepackt habe. Die werden hier gar nicht angezeigt unter File Select. Und eine andere Idee habe ich nicht, wie ich an die drankommen soll. Deshalb auch das scheint nicht zu funktionieren. Und so eine kleine Foto-Dia-Show hier wäre vielleicht noch ganz nett gewesen, so als Gimmick. Aber ansonsten würde ich sagen, lasst die Finger davon. Ich bin jetzt raus. Danke fürs Anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet, wenn euch das in irgendeiner Weise eine Hilfe war oder mal auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich stelle immer mal solche kleinen Gadgets vor, nicht nur China-Sachen, sondern auch viele andere Dinge. Jetzt sagt er No Media, warum weiß ich nicht, ist die SD-Karte rausgerutscht? Wahrscheinlich. Aber ich bin jetzt raus. Macht's gut, danke fürs Anschauen. Tschüss vom Yogi285.